Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir John Seed eliminiert. Ich schaue hier noch, was es zu plündern gibt, also müsst ihr euch unbedingt anschauen, noch ein spannendes Finale. Während hier die Verstärkung näher rückt, nutzen wir doch mal den Bunkerschlüssel, also wie gesagt, während ich weiß, worum es geht, letzte Folge anschauen. So, mein Freund. Munition nehme ich natürlich mit von denen. Die Waffe ist natürlich ultra hier. Bunkerzugang gewährt. Und jetzt müssen wir unsere Freunde hier rausholen. Abriegelung ausgeschaltet. Vorsichtig vorgehen. Der Depp für die hat John getötet. Wir dürfen nicht zulassen, dass unseren Brüdern und Schwestern das Gleiche widerfährt. Euch wird aber das Gleiche passieren. Für John! Okay. Wir können jetzt auch mit der Liebe des Vaters bekämpfen. Wie da drauf geht, Junge, Junge, Junge. Die Tür von ihm bleibt hier verschlossen. Es geht los. Tja, selber schuld, wenn du so dumm bist, Junge. Plündern natürlich auch alles schön hier. Können wir alles gebrauchen, spart alles Kohle, bringt alles Kohle. Problem ist halt, wenn die mich mit so einer Schrotflinte erwischen, war's das. Okay. Oh Mann, ich bin total angespannt. Ihr merkt das schon. Hey. Sackschuss. Hier war doch noch einer, oder? Diese Schlacht müssen wir gewinnen. Okay, der von hier ist weg. Nee. Ich behalte natürlich die Waffe. Halt die Klappe. Deine Seele ist nichts als Müll. Hier bin ich. Kommt ihr alle zu mir oder muss ich euch holen? Junge, 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 es war geil, die Waffe zu tauschen hier. Wer schießt härter, mein Freund? Na kommt, wo seid ihr? Da ist noch einer. Ja,
Herausforderung abgeschlossen. Kills mit MG, ihr seht's schon. Wir rücken vor. Das ist falsch! Das könnt ihr nicht mit uns machen! So macht man das. Okay, hier geht's nicht lang, wir müssen hier lang. Tja, Junge. Willkommen in der Zukunft. Ich bin froh, dass wir sie gemeinsam teilen dürfen. Ja, ich auch. Nur deine Zukunft ist Vergangenheit. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. X-Men, übrigens cooler Film. Also eine coole Serie sogar. Alter. Ey, 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 ey. Ganz ruhig. Alter, hör auf! Erkennt die mich nicht, oder was ist denn mit der? Loki? Du? Oh Gott! Oh Gott! Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten Gnade und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie hier raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Ja, und der Rob natürlich, Gentleman, der hilft der jungen Dame natürlich. Na? Komm schon, wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Natürlich schön, dass ihr mit am Start seid. Ich kann es nicht oft genug betonen. Hallo? Geh du vor, du kennst dich aus. Die Räume sind nach Sektionen sortiert. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Ich kümmere mich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Alles klar. Das ist Hauptsache, wir nehmen immer ein bisschen Munition mit hier. Na, das kriegen wir doch hin. Lasst mir nur ein wenig Zeit. Weil umsonst mache ich hier nichts. Gut, den haben wir schon. Hier geht's weiter. Nehme ich mal an, hoffe ich mal. Okay.
So, hier sind die nächsten. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße! Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Loki, finde diesen anderen Kontrollraum. Geht klar, Mäuschen. Aber nur, weil du mich so nett gefragt hast. Du bist der Grund, weshalb unsere Stadt noch steht. Warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Du meine Güte. Was? Raketen was? Kletterhaken, wie sieht's damit aus eigentlich? Ich spring runter. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggy! Wir können unsere Leute nicht gehen lassen! Sie sterben! Du musst uns immer noch beitreten, oder? Erst tue ich das. Wir können unsere Leute nicht gehen lassen! Halt die Klappe! Das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien! Scheiße! Ich hab's gewusst, diese Schrotflinten. Alter, lass mich nachladen, Junge. So, wo sind diese Konsolen? Jetzt hätte ich auch fast das Wort mit F gesagt. Das steckt an. Okay, hier sind die Konsolen. Okay. Na, wie soll ich denn die sonst zerstören hier? Auf Jagd, sie hoch, beeil dich einfach! Jawohl, na ich beeil mich doch. Alles gut, Englisch. Okay, und dann denke ich mal, dass das hier drüben noch ein ist. Die blinkt noch so schön hier. Oder auch nicht. Es hat geklappt, die Zellen sind offen. Jetzt komm zurück zum Silo. Ich glaube, ich hab da was. Alles klar, Mäuschen. Systemfehler. Voila, die Waldfee. Okay. Nein! Wow! Holla! Warnung! Okay. Wie soll ich mich jetzt nach oben vorarbeiten? Na toll. Elektrisches System abgeschaltet. Schön. Supi. Elektrisches System abgeschaltet. Ach, Mädel. Kann ich hier eigentlich... Elektrisches System abgeschaltet. Das ist aber kein blauer Griff, ne? Ja. Fall ich wieder runter. Gut. Ciao. Gefahr. Kommt aber auch kein Kletterzeichen hier. Warum kann er nicht da hoch? Ärgert mich. Notfall. Wenn was klemmt, schieß auf die Konsolen. Toll. Notfall. Kletterhaken kann ich auch nicht benutzen. Multiple Systemfehler. Ich sehe aber auch nichts. Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Jetzt geht's, Alter. Danke. Multiple Systemfehler. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Ey, Alter, kletter doch, Junge.
Elektrisches System abgeschaltet. Oh Mann. Multiple Systemfehler. Der klettert nicht, ne? Ist das schwer. Ich sollte solche Spiele vielleicht doch das nächste Mal auf leicht spielen und nicht mal auf schwer. Notfall. Keine schlechte Idee, Rookie. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss- und Benzintanks lagert. Warnung. Okay. Da muss ich hin. So, wir klettern für den Frieden. Genau, schieß auf die Benzintanks. Mach ich. Das sind sie definitiv nicht. Multiple Systemfehler. Okay, das war Container Nummer 1, die grünen Dinger Multiple also. Systemfehler. Oh, das sind normale. Also nicht auf die kleinen grünen, die verwirren mich. Kohlenmonoxid entdeckt. Nein. Druckabfall. Los, verschwinde sofort! Hier fliegt gleich alles in die Luft. Ich ja, und wie? Den Rest der Gefangenen und mach mich vom Acker. Beeil dich! Ich sehe dich draußen. Okay, ist hier noch was? Rauch entdeckt. Deputy, der Widerstand kommt dir helfen. Okay. Bitte eine Da haben die ja alle eine Macke. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Öffne, okay, von der anderen Seite. Geordnet zum nächsten Ausgang. Zur Evakuierung durch. Mann, jetzt liegt der mir im Weg rum. Sollten wir es eigentlich haben? Junge. Wie komme ich da hoch? Oh, jetzt öffnet sich erst das Ding hier oben. Ja, wie denn? Warnung. Benutzt einen Kletterhaken. Ja, will ich doch. Jetzt raus hier. Über dir. Ach Gott sei Dank, Leute, Alter. Wir haben es geschafft.
meine Freunde. Hey! Gott verdammt! So was habe ich ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel wird geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Ja, das sind dann wohl wir. Ich weiß nicht, was ich ohne Kim machen würde. Ich kann eigene Level erstellen. Verflucht, Deputy. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faye sind noch am Leben. Die Arbeit geht gerade erst los. Na, das ist doch wundervoll, dass die Arbeit jetzt gerade erst losgeht. Und wie gesagt, Akt 1 hätten wir beendet. Das ist Schaden höher hier, ne, mit der? Wir bleiben mal bei unserer Waffe, die haben wir so schön ausgerüstet. So, Schalldämpfer ist drauf, Magazin verbessert, das ist auch dran. Sehr geil, dann füllen wir natürlich noch unsere Munitionsvorräte auf. Sehr, sehr geil. Dann haben wir natürlich auch wieder ein paar Punkte bekommen, glaube ich. Vorteilspunkte, ganz genau. Ja, Autoreparatur, da haben wir ja jetzt was schon. Primitiver Meister, schnelleres Nachladen, Zielen und Wechsel von Bögen und Schleudern. Wurfgeschosstasche, trage mehr Sprengstoffwurfmesser und Köder mit. Wäre natürlich Optimum. Oder Erntemeister, ernte doppelt so viel wie bisher von Tieren und Pflanzen. Den Wingsuit. Wäre natürlich auch geil, ne? Safe knacken. Wir nehmen mal das. Flinke Finger. Und dazu noch den Schlossknacker. Und damit kommen wir überall ran, überall rein. Sehr, sehr coole Sache. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Einschalten. Akt 1 beendet. In der nächsten Folge begeben wir uns dann zu Fate, der mystischen Frau. Ja, die ist... versteht halt die Leute so ein bisschen um den Finger zu wickeln. Also, dran geblieben, reingehauen, wie gesagt. Liebe Grüße, euer Rob.